Schatten zu machen und wieder zurückfliegen, bevor die jemand im gegnerischen Land überhaupt gemerkt haben, dass da unten drin ist. Roger hat sein Modell. Und da ist nicht in Deutschland einmal, sondern in Belgien herum. Zeitungszahlen, wenn es mir recht ist. Das Modell, das ist eine Eigenkonstruktion von Roger. Und er hat eigentlich alles, was an diesem Modell ist, auch wenn wir es mal offen sind, selber konstruiert am CAD und nachher gerade an der Fräsmaschine rausgeschnetzelt. Wenn ihr mal könnt, liebe Zuschauer, laufen mal diesem Modell vorbei und laufen am Jürgen mal das Fahrwerk an. Ihr seht noch die Lochtrenner hinten. Schon der Start ist ein riesen Applaus wert. Die AMT-Turbine, die hat knapp 25 Kilo Schub. Das Modell ist 20, also man hat hier noch eine Spurreserve. Bei der SR 71, und da hat der Roger auch nachgebaut, da hat Pendelseitenleitwerk. Und die wirkt also brutal. Also nicht nur beim Original, sondern auch beim Modell. Im Seitenresser rein sind jetzt auch fliegende Gitarren. Weil vorne ist der Hals, hinten ist der Klangkörper. Und für viele Jet-Liebhaber tönt das sogar noch viel besser als eine Gitarre. Das Modell, man sieht, wird vom Roger absolut perfekt vorgeführt. Das Modell ist nicht ganz einfach zum Fliegen. Es ist sehr lebendig im Klemmsack, also mit dem Klärruder. Bambelt gerne in der Gegend rum. Aber Roger hat das voll im Griff. Er fliegt das Modell auch sehr bedacht. Und kontrolliert vor. Das Original hat das vermutlich nicht überstanden, aber wir schauen doch gerne zu, wenn ein SR 71 Rollen macht. Das Original hat ja keine Tank gehabt, also keine Gummitank, sondern das Original ist nur durch die Aussenhülle geschützt gewesen. Man hat das Teil getankt, 800 bis 1000 Liter Kerosin ist dann gestartet. Und in der Luft, durch die Erwärmung von der ganzen Struktur, hat sich alles ausgedehnt und hat auch verdichtet. Und dann hat man dann die SR 71 in der Luft betankt, voll getankt und ist dann zum Einsatz geflogen. Das Original verträgt knapp 2G, also zweifache Erdbeschleunigung. Also Acrolit mit dem Originalflugzeug. Gar nicht innen. Es ist auch nicht für das konstruiert worden, sondern es ist wirklich nur dazu konstruiert worden. Schnell nach innen hin und schnell wieder zurück. Fantastisch. Beim Modell, bei den Lufteinlässen, sehen wir so zwei spitzige Kohlen. Die hat das Original auch. Das sind so Einlaufdiffusoren. Und beim Original ist das extrem heikel gewesen, hier einzustellen. Wenn man etwas falsch gemacht hat, haben die Treiber abgestellt. Wenn dann der Lufteinlass bzw. die Lufttür vorne nicht mehr korrekt ziehen. Das Roger lässt das Fahrwerk raus und auch wieder zum Landen. Also extrem gut für den Zweck.
außer Dienst gestellt worden ist die Maschine nicht, weil sie etwas schlecht wäre, sondern weil sie schlicht und ergreifend zu teuer im Unterhalt ist. Und jetzt noch eine saubere Landung. Und man hat gesehen, jawohl, einen riesen Applaus. Und kurz vor dem Landen hat man gesehen, wie die SR-71 hat angefangen zu bambeln. Und zweitens sieht man, wo das Modell steht. Und auch fürs Röllen gibt es sicher einen riesen Applaus. Das sieht wirklich heiß aus. Danke, Roger. Und so wie ich das sehe, sind jetzt unsere Youngsters dran. Dann würde ich das Wort den Profis übergeben. Danke vielmals. Ja, bevor wir so...